Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Vielen lieben Dank für die rege Beteiligung. Bitte seht es mir nach. Ich konnte heute keine Kommentare groß beantworten, weil wir hatten zu viele Telefonate mit den verschiedenen Verbänden. Deswegen kann ich heute auch einen dritten Teil machen. Und dann musste ich mich natürlich auch mal um die Firma kümmern, weil am Montag ist in der Werkstatt alles liegen geblieben. Und auch am Freitag, weil ich da schon mich informiert hatte, habe ich nicht mein, ja, ich sag mal, mir gesetztes Arbeitspensum geschafft. Deswegen war ich heute in der Werkstatt. Deswegen habe ich jetzt auch noch die Werkstattklamotten an und versuche heute noch für euch am 18. ein kleines Infovideo rauszuhauen. Das Ganze geht ja morgen weiter. Ihr werdet das wahrscheinlich in dem Video von heute Morgen gesehen haben. Da habe ich euch ja ein paar Links mit reingepackt in die Videobeschreibung. Und vielleicht kam dir da ja schon mal dazu zu schauen, was und wie es da weitergeht. Mein Morgen und mein Nachmittag bis um drei gingen drauf für Telefonate mit den verschiedenen Verbänden, mit verschiedenen Leuten bezüglich des Referentenantrags. Ich habe also noch mal mit ein paar Leuten gesprochen, hatte, ich glaube, fast über eine Stunde nur mit dem VDB telefoniert und dann noch ein bisschen E-Mails hin und her. Das erkläre ich euch gleich noch und zeige ich euch gleich noch, beziehungsweise hänge ich es euch auch in die Videobeschreibung an, ob die es auch schon auf ihrer Seite hochgeladen haben. Aber sprechen wir mal über das neue Waffenrecht und was der VDB dagegen macht. Der VDB hat jetzt einen offenen Brief geschickt an die Ständige Konferenz der Innenminister und der Senatoren der Länder, weil da ist die nächste Abstimmung am 19., also morgen oder wann immer ihr das Video schaut, heute oder gestern. Jetzt muss ich wieder meine Brille ausziehen fürs Nahen. Offener Brief, Kriminalität wirkungsvoll bekämpfen. Sehr geehrte Innenminister und Innenministerien der Länder, angesichts der steigenden Zahl von Gewalt, die mit Messern und messerähnlichen Gegenständen begangen werden, sorgen Sie sich um die Sicherheit der Bürger und der Polizei in unserem Land. Das tun wir auch. Es ist Ihre Aufgabe und unser dringlicher Wunsch, Mittel und Wege zu finden, um Gewaltkriminalität einzudämmen. Darum fordern wir Sie auf, bei der Innenministerkonferenz eine grundlegende Abkehr zu vollziehen von den Plänen, das Waffenrecht weiter zu verschärfen. Mit großer Besorgnis sehen wir das Vorhaben, die sogenannte Messerkriminalität mit einem weiteren Messerverbot bekämpfen zu wollen. Dass dieses Mittel untauglich ist, wird auch von Experten aus Wissenschaft, Rechtswissenschaftler Dr. Thomas Fischer, Kriminologin Elena Rausch und der Praxis Bundespolizei Manuel Ostermann erklärt. Wir, der Verband Deutsche Büchsenmacher und Waffenhändler, stehen für den verantwortungsvollen, friedlichen und sicheren Umgang mit Waffen in den Händen von Privatpersonen. Von Verboten werden friedliche und rechtstreue Bürger gegängelt, Kriminelle halten sich nicht an Gesetze. Wir fordern, bekämpfen Sie die Risikofaktoren und die Ursachen für wachsende Gewalt in unserer Gesellschaft. Beschreiten Sie zielführende Wege, zum Beispiel Prävention, bessere Ausstattung der Polizei, strengere und unmittelbarer Strafvollzug, Rückführung von kriminellen Asylbewerbern. Die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl der Bürger in unserem Land muss gestärkt werden. Dieser komplexen Aufgabenstellung kann nicht mit einer vermeintlichen einfachen Antwort wie einem Messerverbot und weiterer waffenrechtlicher Verschärfungen begegnet werden. Mit freundlichen Grüßen, Michael Blendinger, Präsident, Frank Satzinger, zweiter Vizepräsident, Achim Schäfer, Vizepräsident/Schatzmeister.
Das ist der offene Brief, der also jetzt von dem VdB rausgeht an die, wie gesagt, Ständige Konferenz der Innenminister und der Senatoren der Länder. Das ist also ein Teil, was der VdB jetzt aufgesetzt hat. Im Vorfeld haben sie verschiedene Gespräche geführt, unter anderem mit Marc Henrichmann. Das ist Waffenrechtsexperte von der CDU. Das ist auch der einzigste, der allereinzigste von der CDU, der sagt, das bringt nichts, das ist Scheißdreck, da bin ich dagegen. Sie stimmen da anders ab, sie hören nicht auf den Experten. Das habe ich auch erlebt, wo ich im Stadtparlament war, da ging es um Sachen mit Bau. Da war dann ein Steinmetz, der hat erklärt, dass das alles Scheiße ist, was die vorhaben, dass diese Steine dafür nichts taugen. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir sind doch Stadtbaurat und Stadtbaurätin und wir wissen besser als sie, was taugt als Steinmetz. So ähnlich läuft das da auch, weil es muss ja auch nach außen die Optik gewahrt werden. Das wollen wir eigentlich haben und dann gehen wir den Weg, auch wenn der Experte was anderes erzählt. Der Ostermann von der Bundespolizei ist auch dagegen. Der hat sich auch lange mit dem VdB unterhalten. Darüber, die haben wohl telefoniert, so wie ich das verstanden habe. Und der hat gesagt, das ist alles Blödsinn, das ist Augenwischerei, bringt gar nichts. Und im gleichen Zuge aber kürzen sie, Moment, was haben sie mir hier gesagt? Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, 300 Millionen wird gestrichen bei der Bundespolizei. Ihr habt es wahrscheinlich auch in den Nachrichten zum Teil mitbekommen, dass die GSG 9 nicht mehr richtig ausgestattet wird. Ja, und er sagt, wir sollen als mehr übernehmen. Es soll als mehr kontrolliert und gemacht werden, aber wir haben als weniger Personal zur Verfügung. Wir haben keine vernünftige Ausrüstung mehr zur Verfügung und das Geld wird uns auch noch gestrichen. So kann man das Ganze auch betreiben. Dann haben sie mir noch gesagt, der VdB macht momentan noch keine Petition. Das wird er erst in einem späteren Stadium machen, wenn das nötig ist. Weil momentan gibt es eine sehr gute Petition, die sie auch bewerben. Das ist die Petition von den Max Heimerl. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber Max Heimerl steht hier auf meinem schlauen Zettel. Das haben sie dann auch hier nochmal veröffentlicht. Es gibt nochmal ein zweites Schreiben, was sie auf ihrer Webseite veröffentlichen. Ich muss gerade mal gucken, ob es zu der Zeit schon online ist oder nicht. Und diese Petition habe ich auch schon unterzeichnet. Ihr könnt da auch Geld spenden, damit die Petition entsprechend stark geteilt wird. Ziel waren, ich glaube, 1000 Unterschriften, also die dürfte er schon lange haben, weil als ich das Ganze unterzeichnet habe, waren wir, glaube ich, bei 800, irgendwie sowas. Ich habe da auch nochmal was in den Topf reingeschmissen, dass die Petition entsprechend beworben wird, weil ich glaube, wenn 1000 erwünscht ist und wir kommen auf ein paar mehr, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert bei diesen Online-Petitionen, ob die dann bei 1000 zugemacht werden oder ob dann noch mehr reinfließen, dann wäre das ja sehr vorteilhaft. Beziehungsweise wenn dann dieser Max Heimerl die nochmal aufmacht und sagt, wir erhöhen nicht 1000, wir wollen, was weiß ich, 5000, 10.000 haben. Und ich glaube, die werden wir über ein paar Kanäle, wenn es jetzt der VdB bewirbt, ich bewerbe es jetzt nochmal, ich setze sie euch auch mit rein. Ich gucke auch, ob ich die vielleicht als Kommentar oben anpinnen kann, dass ihr das seht, dass ihr da alles schön unterzeichnet. Wir müssen da Farbe bekennen. Wir müssen auch wahrscheinlich, wir werden auch mit Klarnamen arbeiten müssen. Ansonsten wird das Ganze bei der Politik nicht anerkannt. Ich lese euch gerade nochmal das zweite Schreiben vor vom VdB. Darin klärt sich dann einiges noch auf, was ich sonst euch auch erzählt hätte. Und die haben das wirklich sehr schön geschrieben. Und ich werde dann anschließend nochmal zu den verschiedenen Punkten was dazu sagen. Ich werde das Ganze ein bisschen abkürzen, weil es wiederholt sich einiges mit dem Schreiben, was an die Minister rausging und an die Senatsstellen. So, dieses Schreiben ist jetzt das, was der VdB auf seiner Webseite veröffentlichen will. Ich dann auch nochmal mit ihr geschrieben habe, weil sie mich noch gefragt hat, ob sie unseren Verband da auch mit nennen darf. Ihr seht, das ist eine sehr schöne und enge Zusammenarbeit. Also
für mich zumindest. Ich mache ja auch schon ein paar Jahre ein bisschen sowas und ich kenne andere Stellen, wo man dann größeren Verbänden, und wir sind vielleicht ein Zehntel von dem, was der VdB ist, hinterherlaufen muss, dass die überhaupt mal nach einem schauen und irgendwas aufnehmen. Und da war es also ganz anders. VdB appelliert an Gesetzgeber. Messerverbot ist der falsche Weg. Die neuerlichen Vorstöße der Länder werden keine Straftaten verhindern. Mit einem offenen Brief wendet sich der VdB heute an die Ministerkonferenz der Länder, die vom 19.06. bis zum 21.06. in Potsdam zusammenkommen. Da werden also mehrere Sachen abgestimmt. Habt ihr zum Beispiel auch in dem Link gesehen, wenn ihr euch den angeschaut habt, den ich bei dem letzten Video mit unten reingesetzt habe in die Videobeschreibung. Der Grund sind die zahlreichen Vorstöße aus den Ländern zu weiteren Verschärfungen des Waffenrechts. Mit dem Argument, die Messerkriminalität bekämpfen zu wollen, hat der Bundestag am 14.06. die Bundesregierung aufgefordert, ein generelles Führverbot für Messer ab 6 cm Klingenlänge einzuführen, sowie alle Springmesser komplett zu verbieten. Der Entschließungsantrag aus Niedersachsen, dem der Bundesrat mehrheitlich zugestimmt hat, beinhaltet auch die Forderung, dass der bekannte Referentenentwurf aus dem Bundesministerium zügig als Gesetzesentwurf dem Parlament vorgelegt wird. Dagegen setzt sich der VdB seit der Bekanntwerden im vergangenen Jahr massiv zur Wehr, insbesondere mit der Kampagne Next Generation. Das habt ihr ja gesehen, da gab es ja auch Werbung, das war ja auch auf der IFA sehr stark beworben. Dass jetzt aber zusätzlich weitere Verbote mit dem Fokus auf den Bereich Messer aus verschiedenen Bundesländern laut werden, hat uns veranlasst, uns gezielt mit diesem Thema zu befassen. Es geht im VdB in erster Linie um Sicherheit. Darum dürfen wir nicht zulassen, dass mit populistischen und völlig untauglichen Maßnahmen versucht wird, gegen ein Problem vorzugehen, das es ja tatsächlich gibt. Wir sind aber davon überzeugt, dass weitere Verbote keine einzige Gewalttat verhindern wird. Mit dieser Überzeugung sind wir nicht alleine. Wir verweisen auf die Kriminologin Elena Rausch, KrimZ in Wiesbaden, die laut Deutschlandfunk folgende Ansicht vertritt: Es ist fraglich, ob sich jemand in seiner eskalierenden Situation oder in einem psychischen Ausnahmezustand an solche Verbotszonen hält. Statt eindimensionale Lösungen hält die Kriminologin es für ratsam, sich weniger auf das Tatmittel als vielmehr auf die Untersuchung und die Risikofaktoren solcher Angriffe zu konzentrieren, um sie zu verhindern oder zu minimieren. Laut Professor Thomas Fischer, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, ist ein Messerverbot völlig unrealistisch. Man kann im öffentlichen Raum nicht sämtliche Menschen permanent darauf überprüfen, ob sie vielleicht ein Messer in der Tasche haben. Er hält reine Symbolbekräftigungsgesetze für kriminologisch kaum wirksam. Manuel Ostermann, erster stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, sagte am 17.06. im Gespräch mit dem VdB: Mit einer weiteren Waffenrechtsverschärfung werden legale Waffenbesitzer gegängelt, während die Täter sich davon nicht abbringen lassen. Auch aus der Politik vernehmen wir einzelne Stimmen, die eine Waffenrechtsverschärfung für das falsche Mittel im Kampf gegen Kriminalität ansehen. Marc Henrich Mahnt, CDU, schrieb am 17.06. auf der Plattform X: Die Verschärfung der letzten 20 Jahre im Waffenrecht blieben zu oft ohne wirklich spürbare Sicherheitsgewinn. Wenn jetzt auch Fachleute der Polizeigewerkschaft ein Messerverbot für ein nicht vollziehbares Placebo halten, dann muss Schluss sein mit rein anlassgetriebenen Debatten. Wir brauchen endlich bestmöglichste Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden und einen wirksamen Kampf gegen Waffenkriminalität. Wir fordern den Gesetzgeber daher dazu auf, die Kriminalität zu bekämpfen und nicht die Bürger. Wir stehen im Austausch mit folgenden Verbänden, mit denen wir konzentrierte Aktionen planen:
Das ist dann einmal der BSB, Bundesverband der Schneidwarenfachhandelsbetriebe, e.V., das sind also dann wir, und der IVSH, das ist der Industrieverband Schneidwaren und Haushaltswaren e.V. Dann steht noch hier, dass der VdB die Petition unterstützt mit einem Link, das ist das, was ich euch verlinke. Mit der Bitte, unterstützen auch Sie diese Petition. Tun Sie das auch. Und dann nochmal ein Link zu den Anmeldestellen für den VdB, wer sich da noch nicht angemeldet hat, als Fördermitglied für 36 Euro im Jahr. Der Link ist dann auch nochmal da. Der VdB setzt sich für ein praxistaugliches, freiheitliches, verständliches und vollziehbares Waffenrecht ein. Wir stehen für einen verantwortungsvollen und friedlichen und sicheren Umgang mit Waffen in der Hand von Privatpersonen. Dabei müssen sowohl die Belange der öffentlichen Sicherheit als auch die der freiheitlichen Zivilgesellschaft gleichberechtigt berücksichtigt werden, ohne dass dabei ein Übermaß an Bürokratiehürden entsteht. Wir fordern von der Regierung und der Politik transparent und auf eindeutigen Faktenlagen basierende Entschlussprozesse. Das war also das Zweite, was Sie oder was jetzt auf der Webseite veröffentlicht wird. Und dazu will ich euch noch ein bisschen was erklären. Was ich jetzt noch erfahren habe, weil ich bin ja nicht so bewandert in der ganzen Rechtslage und habe noch nicht so viele Gesetze wirklich komplett mit durch oder nachvollzogen. Ich hatte jetzt da noch eine sehr gute Ansprechpartnerin, die mir gesagt hat, Herr Kubesch, es ist kritisch, wir sind aber früh genug dabei diesmal. Ja, wir haben früh genug den Fuß in der Tür. Das Ganze ist jetzt noch ein Referentenentwurf. Das heißt, wir sind noch einige Meilen davon weg, dass es wirklich zu einem Gesetzesentwurf kommt. Und wir sind noch weiter davon weg, dass wirklich das Gesetz durchgeht. Ich weiß nicht, ob es sinnig ist, das jetzt zu sagen, aber um dem Ganzen so ein bisschen die Angst rauszunehmen, weil mir hat persönlich das Gespräch auch gut getan, wo ich da noch so ein paar Hintergründe habe, weil die haben, wie gesagt, der VdB hat eigene Rechtsanwälte, da ist ein bisschen mehr dahinter, eigene Lobbyarbeit und alles. Sie geht nicht davon aus, dass es in dieser Legislaturperiode überhaupt noch zu diesem Gesetz kommt. Das heißt, so wie manche jetzt schon drunter geschrieben haben, ich löse meine Sammlung auf, ich habe die Schnauze voll. Abwarten. Habt noch ein bisschen Geduld, ich habe es ja bei einigen schon drunter geschrieben. Mal etwas langsam. Wir sind in einem frühen Stadium, deswegen ist es wichtig, dass wir in dem frühen Stadium Druck machen, wo wir den Politikern noch die Möglichkeit geben können, auszuscheren oder das Ganze im Sande verlaufen zu lassen. Wenn das Ganze erstmal auf einem gewissen Level ist, wird es schwer, denen das noch auszureden, weil sie ja dann das Gesicht verlieren würden. Jetzt kann das Ganze noch so dahin plätschern, im Sande verlaufen. Oh, wir müssen erst doch das machen. Wir haben noch das und jenes und von daher verläuft das Ganze vielleicht noch ein bisschen. Holt euch die Liste von den Innenministern. Darüber könnt ihr dann an sein Büro schreiben und ihm da euren Brief vorlegen. Bitte schreibt einen eigenen Brief oder macht es mit KI oder ChatGPT oder was auch immer. Nehmt nicht einen Brief, den 50 Leute oder mehr schicken. Dann wäre es trotzdem noch wichtig, eure Kommunalpolitiker oder eure Politiker anzuschreiben, die für euer Gebiet oder euer Bundesland im Bundestag sitzen, weil irgendwann kommt es ja auch dahin, eventuell zur Abstimmung. Wir hoffen, nach der nächsten Wahl. Dann werden sich die ganzen Sachen wieder ein bisschen gemischt haben und die Vorfälle haben sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen sind dann auch wieder vielleicht ein bisschen abgefallen, weil momentan ist es ja auch durch die EM richtig am Aufkochen. Ihr habt ja gesehen, was die Tage war. Habt noch nicht zu viel Angst, schreibt ordentlich eure Leute an. Legt euch das vielleicht auch nochmal auf den Kalender, dass ihr sagt, ja, jetzt schreibe ich ihn jetzt an und dann nochmal in 2 Monaten, damit er sieht, es ist nicht vergessen. Wir werden mit dem VdB einen engen Kontakt halten, um dann halt auch zu schauen,
Wie gehen die weiter vor? Was empfehlen die Jungs? Weil die machen ja Lobbyarbeit, die haben also viel mehr mit Politikern zu tun wie ich. Ja? Und die haben dann auch wirklich ihre Jungs in Berlin und in Brüssel. Und die sind mit all diesen Sachen natürlich viel, viel erfahrener wie ich hier als kleiner Handwerker. Ich danke euch für die rege Teilnahme und die vielen, vielen Kommentare. Seid mir bitte nicht böse, dass ich heute nicht wirklich was beantworten konnte, weil ich hatte einen sehr regen Austausch mit den verschiedenen Verbänden, wo wir noch Sachen klären mussten. Dann musste ich mich, wie gesagt, auch nochmal um meine Firma kümmern. Ich schaue, dass ich vielleicht zum Wochenende nochmal ein bisschen was kommentieren kann, weil es sind ja doch Unmassen an Kommentare geflossen und es wird ja jetzt auch auf dieses Video vielleicht wieder eine relativ starke Resonanz sein. Es ist halt ein sehr aufgeladenes Thema. Für alle, die jetzt ein bisschen Bedenken haben wegen ihren Messern, wegen ihrer Sammlung und so weiter oder Jagdschein und all diesen Geschichten, ist zu sagen, runterfahren, ihr braucht euch noch nicht so groß verrückt zu machen. Wir sind beim Referentenentwurf, wir sind noch bei keinem Gesetzentwurf, wir sind also noch weit, weit davon weg, dass das Ganze in trockenen Tüchern ist. Und wir sind schon dabei. Ja, wir sind diesmal sehr früh dabei. Das ist positiv, das ist gut, weil solange das noch am Anfang ist, kann man auch dafür sorgen, dass das Ganze noch nicht ganz so heiß gegessen wird. Wenn die Jungs erstmal ihr Gesetz gemacht haben, alles an die Öffentlichkeit gebracht haben und dann kommt der Widerstand, fällt es ihnen viel, viel schwerer, das Ganze wieder zurückzuholen. Jetzt sind wir in einer guten Position. Wir sind früh dabei und das hat viele Vorteile. Morgen ist der Tag, wo die Jungs nochmal zusammenkommen, beratschlagen und abstimmen. Das wird interessant für uns, wann wir da Infos kriegen, ob morgen Abend oder erst übermorgen. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich halte euch wie versprochen auf den Laufenden. Lustigerweise haben wir natürlich wieder eine sehr interessante Gesetzesänderung während der Europameisterschaft. Wie immer sucht man sich das passende Datum aus. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Es gibt auch andere, die sagen, Jens, dieses Jahr ist so viel, an irgendeinem Punkt passt es immer. Aber ich sage mal, die Leichtathletik und Olympia, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so oder für die meisten Deutschen so interessant ist wie die Europameisterschaft. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Ruhe bewahren, Briefe schreiben, oberste Bürgerpflicht. Und nicht vergessen, dienstags und samstags nehmt euch die Zeit, da sind wir für euch bereit. Euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Ciao. Ach so, und Abo nicht vergessen.